setz dich mal ins Gewicht. Kilo. Also, Gear for Free, Faltrucksack, mal gefüllt 4,7 Kilo, davon 1 Liter Wasser. Miltec Tab, ca. 1,2 Kilo. Miltec Poncho, auch so um die 750 Gramm. Paracots. Hobo und Streichhölzerbox. Die Freundin noch. Den Schutz von einem anderen Rucksack. Passt damit drüber. Und im Rücken ist hier die Bundeswehr Elefantenhaut drin. Trägt sich ganz gut, es fällt aber der Hüftgurt, was den Rucksack nicht zu arg bewegen lässt. Deswegen habe ich um die Hüfte die Jägerbauchtasche vom Decathlon getragen mit einer kleinen Pouch Größe S dran. Gewicht ca. 2 Kilo. Und das Problem bei der ist, dass sie sich nicht gut festmachen lässt. Also wenn man es festzieht, dann passt es einigermaßen, aber irgendwann mal rutscht das wieder runter. Und der Rucksack, da er kein Hüftgurt hat, drückt immer wieder hier drauf und sozusagen verursacht er, dass das immer wieder runterrutscht. Ich habe nämlich gedacht, dass das halt so einen fehlenden Bettgurt ausgleicht, aber ideal ist die Konstruktion nicht. Zumindest sind beide Teile ziemlich gut. Sowohl der Gürtel als auch der Rucksack, aber es muss doch alles ausprobiert werden. Für heute soll es das gewesen sein. Also gut.